Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Wir haben unsere Excel-Tabelle gemacht und haben Kosten aufgestellt, haben Angebote angelegt, haben Kosten aufgestellt für verschiedene Sachen mit so Auswahlboxen und so weiter. Das hat ja alles ganz gut funktioniert und dann haben wir daneben einfach einen Verkaufspreis hingeschrieben. Und da sehen wir schon, das ist aber schon ein ganz schöner Blödsinn, was da steht, weil ein Standlicht um 11 Euro Gesamtkosten verkaufe ich um 550 Euro, da hat sich wohl irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ja? Um solche Fehler zu vermeiden, wird der Verkaufspreis üblicherweise berechnet. Ja? Das sagt nicht einfach irgendeiner Pi mal Baumen, sondern da gibt es irgendwelche Faktoren, die man da berücksichtigen muss und das möchten wir heute machen. Ja, diese Faktoren werden normalerweise in Prozent angegeben. Ich sage mal, was ich meine. Also ich lösche mal dieses Angebot, weil es ist offensichtlich eher Blödsinn. Ja, löschen. Wir arbeiten mit diesem Angebot weiter. Und jetzt machen wir einfach ein paar Spalten zwischen Kosten und Verkaufspreis, sodass der Verkaufspreis automatisch ergibt. Mit Steuerung Plus erzeuge ich mir ein paar Spalten hier. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich schreibe mal da oben hin. Kalkulation, ja, das ist gut, klingt wichtig. Dann haben wir, was haben wir? Einen Wunschgewinn. Wie viel wollen wir Wunschgewinn machen? Wie viel Wunschgewinn wollen wir machen? 5%. Ja, 5% Gewinn. Ja. Dann haben wir, machen wir nur drei Sachen. Stellen wir dann mit Steuerung Minus wieder weg, haben wir Steuerung Minus und Steuerung Plus auch wiederholt. Wunschgewinn, dann haben wir hier einen Risiko. Risiko, Alt-Enter, Aufschlag. Wenn man mit etwas nicht zufrieden ist, wie es in der Zelle steht, ja, jetzt habe ich da einen Punkt gemacht, Risiko, Minus, Punkt, ja. Und ich möchte da wieder rein, ich kann da nicht wieder rein mit Enter, ja. Wie kann ich in die Zelle wieder rein? Natürlich kann ich da oben hinklicken, ja. Man kann den Punkt weglöschen. Enter. Dann ist er weg. Er liegt wieder rein. Ja. Und wir sehen auch, da oben sehen wir nicht alles. Man kann das da aufziehen, gell, dann sehen wir mehr. Das haben wir nebenbei erwähnt. Ja. Aber ich muss da oben hinklicken. Ich muss die Maus in die Hand nehmen. Weil ich die Tastatur in der Hand habe, dann ist es. Es wäre doch schön, wenn wir wieder eine Taste hätten, wie wir da in dieses Feld hineinkommen. Und diese Taste gibt es, das ist F2. F2, sind wir wieder in der Taste und wir können da rauffahren und den Punkt weglöschen. Cool, gell? Und den Aufschlag schreiben wir in diesem Fall auch klein. So. Und dann haben wir noch eine Manipulations Alt-Enter Gebühr, eine Manipulationsgebühr. Scheiße. Jetzt ist das da. Entschuldigung. Da etwas... Machen wir es ein bisschen breiter alle. Jetzt haben wir alles mögliche. Der riesige Aufschlag, sagen wir auch 4% und Manipulationsgebühr machen wir 3%. Ja. So. Gut. Aha, das heißt, mit einem Risikoaufschlag, wir haben mit dem Dollar schon recht viel gemacht. Jetzt können wir damit umgehen. Ja, also hier sagen wir, ist gleich die Kosten, ja, plus, machen wir so, Kosten mal Risikoaufschlag dividiert durch 100, weil es ist in einer Prozent, 0,76 Cent. 4% von 14 sind 0,76%, 0,56 Euro. Das schaut gut aus. Und jetzt muss ich mir überlegen, was möchte ich denn fixieren? Da in der B-Spalte, das soll die B-Spalte bleiben. Das heißt, das B soll ich fixieren, Dollar. Ja? Und hier soll es die Dreier, wenn ich das nachher nach unten ziehe, soll es die Dreier bleiben, das heißt, hier fixiere ich die Dreier, ja, und das C lasse ich. Weil wenn ich das jetzt nämlich hier rüber ziehe, ja, hat sich hier das Dollar B, schau, das ist noch immer Dollar B, wunderbar, und das ist jetzt 3, okay, 3, aber das D hat sich erhöht. Das ist jetzt 3% und da, das schaut doch gut aus. Ja? Also hier hat das absolut einen Sinn, dass wir gelernt haben, einmal fixieren wir Spalten, einmal fixieren wir Zeilen, ja, oder wir fixieren beides. Das, mal sehen, das hat auch durchaus einen Sinn. So, und jetzt ziehe ich das Ganze nach unten. Und dann wird das da ausgerechnet. Also, gehen wir da rein, schau.
Und da ist, weil das Dollar B, das 5 ist eben nicht fixiert, deswegen, das 4 war oben nicht fixiert, deswegen das 4 ein 5er. Ja? Das, also das muss man ein bisschen überlegen, wenn man das verzieht, nach oben, nach unten, was soll fix bleiben, was nicht, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja? Und jetzt haben wir eben da Zahlen hinterlegt, haben wir da 4%, 3%, 5% und das wird da ausgerechnet und jetzt kann ich ja den Verkaufspreis berechnen. Jetzt kann ich sagen, der Verkaufspreis sind die Kosten plus dem, plus dem, plus dem, ja? Plus alles. Das ist mein Verkaufspreis. Cool, ha? Und wenn man Bremslicht, Bremslicht, wird beides gleich berechnet. Ja? Was haben wir noch? Bremsflüssigkeit. Ja. Funktioniert. Ja? Also das sind hier Prozent. Muss man wissen. Ja? Muss man wissen. Aber vielleicht kann man das ja dazu schreiben irgendwie. Schauen wir uns das an, da ist einmal ein Prozentzeichen, das ist schon mal interessant. Wenn wir das hier aufklappen, finden wir auch hier Prozent. Ja? Also stellt euch das um auf Prozent. Da stelle ich doch gleich mal um auf Prozent hier. Dann steht auch Prozent dabei. Ja? Wunderbar. Aber auf einmal steht hier 400. Jetzt steht da 400. Wieso steht jetzt 400? Da ist ein 4 drin gestanden. Ja? Das ist nämlich, weil es dieses 100 gleich automatisch mitnimmt. Ja? Also diese 100 wären gleich automatisch hier, wenn ich die Zelle auf Prozent einstelle, brauche ich hier unten nicht auf dieses dividiert durch 100 machen, sondern das ist da schon drin. Und weil ich da jetzt 4 eingebe, steht da nämlich nicht 4 drinnen eigentlich, sondern 0,04. Ja? Weil 1, Faktor 1 wäre schon 100% und Faktor 0,04 sind eben 4% davon. Ja? Das heißt, ich gebe das da einfach noch einmal ein. Ja? Und dann ziehe ich meine Formeln wieder gerade nach oben und nach unten. Wenn ich das mit den Dollar richtig habe, ist das kein Thema. Schau mal an, das funktioniert. Ja? Und jetzt habe ich eine Kalkulationstabelle, wo das Angebot aufgrund von Faktoren, die ich mir überlegen kann, erstellt wird. Und nicht einfach nach Bauchgefühl. Jetzt wird man natürlich sagen, naja, wie ist das mit dem Risikoaufschlag, Manipulationsgebühr und so weiter. Beim Wunschgewinn können wir wünschen, dass ich beim Schrauben genauso viel mache wie, weiß ich nicht, bei der Bremsflüssigkeit oder bei der Bremsscheibe. Aber das Risiko, was ich eingehe, ist vielleicht ein anderes. Ja? Weil wenn ich eine Bremsscheibe verkaufe und die zerbricht irgendwo und ich bin schuld, dann habe ich wohl ein großes Problem, weil dann muss ich vielleicht irgendwelche Schäden zahlen. Das sind so typische Risiken, die da schlagend werden können und das möchte ich irgendwie abdecken. Das heißt, wenn ich ein Birndl reinschraube und das blinkt halt nicht, wird das Risiko relativ gering sein. Ja? Wenn ich dann aber Bremsflüssigkeit, Bremssättel oder sonst irgendwas mache, wird das Risiko dann entsprechend höher sein. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einem Prozentwert drüber fahren. Ja. Wie wir mit dem umgehen können, dass wir einzelne Sachen vielleicht ein Risiko erhöhen, ja, werden wir uns das nächste Mal anschauen. Ja. Das schauen wir uns die Wenn-Funktion an. Ja. Nächstes Mal Wenn-Funktion. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.